Wenn das schon alles so herumhängt. Boah, 16 Schrott. Okay, das hat sich gelohnt. Wir haben auch noch was Schönes. Auch mit. 2 von 5. This place is dying. Everybody just gives up. Goes to Gastown, looking to become a slave. Ja, hier kann man richtig schön mal ein bisschen auffüllen, ne? Ah, stimmt, in der anderen Strecke ja Schrottlieferungen, oder? War ja leider nichts bekommen. Na, schauen wir mal hier runter. Was hier noch so ist. Okay, da geht's eh wieder runter daher. Jetzt fehlt schon wieder ein Schrott. Ah, da. Okay, wir haben alles erwischt. 20 Schrott nochmal dazu. Jo, das bringt einiges. So, dann reden wir wieder mit unserem Freund. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look, see? Take a look, see? Okay. So, Erzengel wieder. Jacks sind spezielle Konfigurationen. Immer Opus, die von Kuma verehrt werden und damit so beginnen sollen. Und okay. Wähle Erzengel. Okay, F ist Erzengel. Wenn du einen Erzengel ausgewählt, werden die von notwendigen Verbesserungen angezeigt. Grüne Farben zeigen die Verbesserungen, die du bereits besitzt, und rote Farben, die benötigst. Okay, wähle den Check um die Voraussetzungen. Okay, alles klar. Was? 3 Teile zu wenig. Ja, geht natürlich wieder an dich. Aber das sind diese Teile, die was wir letztens schon... Hauptmission, Klassiker der Ödeln, okay. Das würde einfach nur 300 kosten. Höchstgeschwindigkeit, was ist das? Karosserie finden. Wo finde ich die denn? Okay. Ja, das könnten wir uns einfach kaufen. Aber im Moment haben wir ja da nichts Großartiges. Wir könnten jetzt hier viel machen. 300. Alter. Wo soll man das ganze Geld? Oh, neue Harpune. Auch 300, das ist ein Scherz, oder? Verringert die Nachladezeit. Okay, das ist jetzt nichts, was mich jetzt so... Oh ja, das können wir gut brauchen. Ach, was ich noch schauen wollte, Panzerung. Das ist ganz wichtig. Dass da... Oh, auch wieder Hauptmission. Karosserie. Ja, okay, diese spezielle Karosserie können wir irgendwann freischalten. Ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Neu. Was haben wir hier? Okay. 200 Schrott wieder. Ah, ich weiß nicht. Ist mir alles zu heftig. Das kann ich nicht machen. Hauptmission. Mittel 300. Ja, das Auto ist ja an sich eh nicht schlecht. Wir lassen das mal. Okay, hat einen Vorschlag. Machen wir mal nochmal Storyline weiter. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was dazu. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. But no promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Ja, das ist jetzt genau das, was wir da schon Sachen gefunden haben. Ja, ich komme gleich, mein Freund. Aber wie mache ich das jetzt mit den Teilen da? Man weiß es nicht.
Was hast du für mich? You recall our companion, Saint? The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to a crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Kehr zum Trümmer von Körner, versteck zurück und bring den Hund und den Buggy zur Festung. Jo, das klingt nach einem Plan. Das machen wir natürlich auch, aber jetzt ist was eine andere Frage. Diese Teile, was mir da jetzt angezeigt wurden, wie kann ich denn die machen? Okay, der hat auch so eine Option. Ah, jetzt hat jeder für mich Quests. Verstehe schon. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Ja, das klingt auch einer guten Sache. So, jetzt haben wir hier die nächste Mission auch. Aber jetzt ist was anderes. Was? Ah, okay. Ah, jetzt werden mir die Sachen hier auch angezeigt. Alter, wie viel... Was wird... Ah. Welche Region ist das nochmal? Irgendwo sind nur die Ausrüstungen versteckt, aber man muss erstmal alles finden. Ja. Hier ist auf jeden Fall auch sowas. Na gut. Was haben wir hier? Okay, wird mir mal angezeigt, wo diese Teile sind. Und hier ist auch sowas. Ah ja, also wenn wir das dann alles ausgestattet haben, können wir das anscheinend auch alles, Waffenkammer, alles nutzen. Na gut, gut zu wissen. Wissen wir jetzt schon einigermaßen wieder Bescheid, was wir alles machen müssen. Aber unser Hauptauftrag ist jetzt erstmal unsere Hunzen holen. Das ist ganz wichtig. So, rein mit uns. Benutzen wir den Ballon? Ja, das kennen wir ja schon. Bedrohung. Vogelscheuche, Sniper, Minenfelder gibt es auch. Lager gibt es auch verschiedene. Kontrolle, damit Max und Kuba es schaffen können, den Makrosos zu bauen, muss erst die Bedrohung verringert werden. Senke die Bedrohung in der Region, in dem du ja die Sachen zerstörst und sonst was. Die Bedrohung der Herzgebiete reicht von Stufe 5 bis 0. 5 ist die höchste Stufe, 0 ist die niedrigste. Wenn du die Bedrohung senkst, schaltest du in der Werkstatt neue Verbesserungen frei. Ah, ja, Lager kennen wir ja. Bedrohung, ja, klar. Die haben die meiste Bedrohung. Benutze die Markierungen auf der Karte, um was benutzerdefinierte Ziele einzuholen. Ja, das kennen wir ja. Das kennen wir ja schon. Das Spiel. Jetzt habe ich ja das hier schon angezeigt. Das ist für was? Bauteile. Na, eigentlich wollen wir zu unserem Hunzen. Das ist mir fast wichtiger als alles andere. Ich glaube, der Hund wird uns noch einiges bringen. Ja, hier können wir die ganzen Lager auch noch zerstören. Zu tun haben wir genug. Na dann, machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. So, dann fahren wir mal unser Hunzen retten.
wie wir es auch geplant haben. So, aber ich glaube, es gibt auch eine Schnellreise. Ich habe eigentlich echt überlegt, weil es doch ein ziemlich weiter Weg ist bis dahin. Kann ich hier wirklich eine Schnellreise machen? Wir schauen uns das mal an. Was möchtest du wirklich per Schnellreise folgen? Also, ja, möchte ich. Ah, okay, klappt sogar wirklich gut. Das ist nämlich eine feine Sache, weil es doch eine ziemliche Strecke, die wir wieder zurücklegen müssten. Und ich möchte eigentlich wirklich schnell mal den Hund retten, dass wir da ein bisschen vorankommen in der Story auch. So, machen wir uns da gleich wieder den Wegpunkt. Muss ich so fahren. Machen wir das gleich mal. Ah, ist schon ein cooles Spiel. Ja, da ist unser altes, kaputtes Häuschen. Oder es gibt ja noch... No, my eyes well up. My home, my chapel, my sanctum, my sacristy. All blown to smithereens by infidels. Non-recognizable bits of profane nothingness. There might still be something here. Okay, aber bevor ich da wie ich noch hinfahre, fahren wir mal ins Lager und ich schaue, ob ich da wie ich meine Schrottladung abholen kann. Da kommt auf jeden Fall irgendein Gegner auf uns zu. Ah ja, sieht gut aus. So. Ja. Ja, die versuchen da alle da ein bisschen... Jawohl, den haben wir glaube ich schön erwischt. Hat auch was verloren. Nee, ne? Der da hinten auch nicht. Oh doch. Ah! Nein! Verdammt. Doch was verloren. Der andere auch. Ich schau mal, ich war da mal so ein bisschen. Der liegt ja hier irgendwo. Naja, sacken wir den erstmal aus. Wir haben ihn auch schön erwischt, würde ich mal sagen. Wo liegt denn der? Genau hier. Dann kann er das Auto nämlich reparieren. Lie low here. So, was haben wir denn hier? 14 Schrott, 1 Bonus. Ja, das hat sich gelohnt. Dann können wir hier nämlich gleich weiterfahren. So, wir sind ja flott mit dem Auto hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, kommen wir so hoch? Ja, klappt doch gut. Schauen wir mal, ob das jetzt wie ich hier mit Schrottlieferung ist. Ob wir hier wirklich was bekommen, wenn wir hier reingehen. Ich sehe hier auf jeden Fall mal nichts auf dem ersten Blick, dass wir was bekommen. Was ist hier? Hier ist auch nichts. Hm, kriege ich vielleicht doch nichts von hier? Aber das stand doch, dass man hier regelmäßige Schrottlieferungen bekommt, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Gehen wir mal hier hoch, schauen wir uns noch einmal kurz um. Ah, alle Haupt. Vielleicht muss man da hoch bis zum Hauptteil. Hier ist auch nichts. Hm. Ich hoffe halt nur, das war kein Beschiss, dass sie das da hingeschrieben haben. Das wäre nämlich ein bisschen gemein. Hier ist auch nichts. Aber hier müsste eh noch irgendwo eine Schrottkiste sein, was wir übersehen haben. Nee, hier ist wirklich gar nichts. Naja, lassen wir uns mal kurz runterfallen. Hier ist auch nichts. So, los jetzt hier. Da kommen wir auch noch runter. Hm. Oder kriegen wir die einfach mal einfach so angerechnet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, hier wird, war ich hier unten auch damals? Ich weiß es nicht. Also ja, hier habe ich das Zeichen kaputt gemacht. Viel mehr ist hier auch nicht. Naja. Dann haben wir das auch geklärt. Also abholen oder so kann man hier anscheinend nichts. Ja, wie heißt das schön, lieber mal nachsehen. Falls vielleicht doch was ist. Naja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wie es so schön heißt. So, gehen wir wieder hoch hier und dann fahren wir mit dem Auto gleich weiter zur Main Story. Oh, oder vielleicht ist es hier. Eigentlich nicht, ich sehe hier noch immer nichts.
Hier liegt auch nichts. Schade. Dann stimmt es anscheinend doch nicht so. Ja, Benzin. Haben wir eigentlich jeden vollen Tank, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre. Hier dahinter ist auch nichts. Hier ist auch leer geräumt. Auf der anderen Seite kann man nicht rundherum. Nee. Hier ist auch nichts. Ich finde die eine Kiste nämlich auch nicht. Hier ist auch nichts drin. Aber warum habe ich schon wieder keine Schrottmunition? Haben wir die nicht letztens erst gefunden, was? Hm. Naja. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Ich hoffe nicht. Hier ist auch nichts. Naja. Dann war das doch ein größerer Reinfall. Ist hier oben eine Kiste? Ist auch nichts, ne? Aber hier kann man so ein bisschen laufen. Das sieht zu verdächtig aus. Naja, das mit Springen, das habe ich noch immer nicht so richtig herausgefunden, wie er so normal klettern kann. Aber, sei es drum, kriegen wir hier doch keinen Schrott. Ich gehe mal automatisch auf die rechte Seite, auf die linke Seite vom Auto, weil das ein bisschen ungewohnt ist, dass es da doch von der anderen Seite zu fahren ist. Und ich gehe aber noch einmal noch kurz schnell skillen. Wir haben hier wieder ein paar Skillpunkte. Ja, schauen wir mal hier hoch. So, 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 hier ist er. Wenn wir schon da sind, kann ich das ja auch noch fertig machen. So, Ali hopp. Lauf mal schnell hoch hier, mein Freund. Ah, die Grafik ist schon bombastisch, ne? Das sieht schon echt klasse aus. Haben sie schon echt cool gemacht. Jetzt wird der Bildschirm wieder so komisch. Solange ich nicht wieder so weggeweht werde, wie das erste oder das eine Mal, ist alles gut. Ne, sieht gut aus. Diesmal klappt's. There you are. Richtig Grafikfehler. Your shadow told of your coming. Let us begin what you will become. Oh, nur es gibt zwei Skillpunkte haben wir. Hm. Aber irgendwo war das mit dem Werkzeug. Das soll ja auch was bringen. Willenskraft erreicht die nächste Stufe von weiteren Zeichen. Was? Einstimmung. Ja, ist jetzt nicht so interessantes dabei. Das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, was ich hier gefunden habe. Hat sich also doch nicht gelohnt. Jetzt muss ich die zwei Punkte vergeben oder was? Will ich nicht. Na toll. Dann machen wir heute, für länger im Wutmodus zu bleiben, dann machen wir halt das. E bestätigen und fertig. Ist schon nicht verkehrt, der Wutmodus. Der ist schon echt nicht schlecht. Aber sei es drum. Und jetzt machen wir wieder weiter. Ah, mal schnell runterlaufen hier. Vielleicht geht es so schneller. Weiß ich nicht. Nee, nicht wirklich. Oh, jetzt darf ich schon auf die linke Seite. So. Hier wollten wir hin. Das ist zwar nicht, was ist da für ein grüner Punkt auf der Karte. Aber werden wir auch noch herausfinden. Was ist das denn hier? Das ist das Lager, ja. Oh, oh, oh. Fahren wir da schnell hin. Die Gegner haben wir ja da schon ausgeschalten. Da steht mir ja wieder was Nützliches dort. Ich glaube, das Auto kann man auch schon ein bisschen pimpen. My buggy! Haha, Dune Popper! She lives yet! Sturdier than it looks. Da ist unser Hunzen. Aber ich schaue hier trotzdem nochmal durch, ob hier trotzdem noch irgendwas Interessantes ist, vielleicht für uns. Oh, hat ziemlich erwischt, das Lager hier. Found food and water too. Komm her, mein Freund. Hunzi-Dunzi.
Driver, that one. So, packen wir wieder hinten rein unseren Hunzen. Nee. So, setzt den Hund hinten in den Bagger. I'm taking it back to Jade's Fortress. Okay, wir fahren mit Buggy weiter. Jetzt gibt's sicher wieder was. Okay, zeigt mir einen grünen Punkt. Da sollen wir jetzt hinfahren, dann machen wir das. Wir machen mal so, wie es geplant ist vom Spiel aus. Ja. So. Der Hund kann Minenfelder entdecken, wenn man diese was entschärft, wird die Bedrohung in der Region gemindert. Alles klar. Ist das hier zum Beispiel eins? Ne, ist nur ein kaputtes Auto. Good boy. Was? Der Hund hat ein Minenfeld in der Nähe gefunden. Folge der Richtung, in der er zeigt. Geradeaus. Ist ja cool gemacht. Okay, sein Kopf geht immer dahin, wo wir hin sollen. Tatsächlich. Und wie entschärft man das jetzt? Okay. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Kann ich ein Minenfeld entschärfen? Ich bin gleich tot. Ah, da.